Einig und Florian Undorf. Ihr steht hier jetzt stellvertretend für die Young Boys. Beim letzten Heimspiel, kurz vor Weihnachten, habt ihr eine ganz besondere Aktion gestartet. Ihr habt vor und nach dem Spiel Becher gesammelt, um anschließend den Pfanderlös der Robert-Enke-Stiftung zu spenden. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Die erste Idee war halt, dass das gekommen ist, dass wir halt einen Freund hatten, der an Depressionen erkrankt ist und das halt einfach ein bisschen nahe kam. Und wir darüber nachgedacht haben, was kann man unternehmen, wie kann man darauf aufmerksam machen. Weil irgendwann ging uns das auch halt wirklich nah. Ne? Irgendwann musste man ein Zeichen setzen, was kann man dagegen tun. Erste Anlaufstelle war natürlich am bekanntesten, Robert-Enke-Stiftung, und dann ist der Entschluss dafür gefallen. Auf der Facebook-Seite der Düsseldorfer EG wurde eure Aktion im Vorfeld auch angekündigt. Wie hat denn die Zusammenarbeit mit dem Verein ansonsten geklappt? Ja, sehr einfach war der ganze Kontakt. Es ging alles über unseren Pressesprecher, den Herrn Feldmann, und war sofort dabei. Wir hatten viele Hilfen seinerseits. Wir konnten viel machen, durften uns selbst dafür, wir durften selbst die Organisation dafür übernehmen. Das ging einfach wirklich sehr einfach. Viele Hilfen von ihm. Und was könnt ihr so über die Resonanz der Zuschauer sagen? Hättet ihr denn mit solch einer Summe, die da jetzt zusammengekommen ist, überhaupt gerechnet? Mit der Summe haben wir eigentlich nicht gerechnet. Ne? Ich habe noch spaßeshalber gesagt, für jede 1000 Euro, die wir sammeln, gibt es ein Fass Bier. Aber war halt dann ein bisschen teurer mit den zwei Fässern und ging halt ein bisschen ins Geld. Aber an sich sind wir sehr zufrieden. Somit haben wir echt nicht mit der Summe gerechnet. Die Resonanz sehr überraschend und sehr gut, definitiv. Einer kam dann an, hat einen von uns in den Arm genommen und hat sich nochmal bedankt, super Aktion, weil er selbst mal eine Depression erkrankt ist. Also die Resonanz war top. Und habt ihr auch im Nachgang vielleicht noch Feedback erhalten vom Verein oder auch nochmal von Zuschauern, und wie ist das Feedback ausgefallen? Ja, die dann irgendwie einen erkannt haben und sagten so, ja, schöne Aktion. Also der Dank war da und ja, wir hoffen, dass es irgendwann mal nochmal funktioniert, dass wir so eine Aktion starten können. Ja, Feedback an sich vom Verein gab es halt auch durch unseren Pressesprecher. Er war dann auch sehr überrascht über die Summe, hat uns dafür nochmal gelobt. Ja, gut. Dann euch beiden nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und auf einen erfolgreichen Spieltag. Wir haben zu danken.